Guten Morgen, alle zusammen. Ich habe ganz gut geschlafen. Hier war keine Ahnung, warum die hier schon Feuerwerk machen. Gestern oder heute gab es schon ein Riesenfeuerwerk und halt hier um die Ecke. Boah, es hat so einen Krach gemacht, wie wenn hier keine Ahnung was gewesen wäre. Ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt duschen und dann mit der Band unten frühstücken. Blauer Himmel und da hinten sind noch ein paar Gebirge und sowas. Ich nehme mal schnell mit raus. Und dann schauen wir mal, was draußen noch abgeht, bevor ich dann nach Kitzbühel fahre. Weil wir sind hier in Kufstein und übernachten hier und in Kitzbühel ist ja der Auftritt. Mal gucken, was dann abgeht. Bis dann, ciao. So, wir gehen mal eine kleine Runde drehen und zeigen euch mal Kufstein. Heute Abend geht es nach Kitzbühel auf den Auftritt. Aber laufen wir mal eine kleine Runde, damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie es hier aussieht. Türen schließen. Da müssen wir hin. So Leute, jetzt machen wir mal eine kleine Runde durch Kufstein. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Auf alle Fälle ist das schon mal hier der Blick. Servus! Servus! Hey. Hier, du bist doch kurz so gut drauf. Komm mal her. Und meine Frage: Was ist denn dein Vorsatz für nächstes Jahr? Schwarm, Schwarm, Schwarm. Schwarm, Schwarm heißt? Trinken, trinken. Okay, trinken auch nicht schlecht. Ciao. Ciao. Schwarm, Schwarm, Schwarm. Kann man sich nicht beschweren. Über die Sicht, das gute Wetter. Die Leute sind auch gut drauf. Oh, sieht auch ganz schön aus. Schaut mal da. Ja, die Mission, die ich jetzt hier habe. Es geht nachher um 17:45 mit der Band zum Treffpunkt an der Lobby. Dann nach Kitzbühel. Ich suche mir jetzt noch einen Kaffee. Und wenn ich einen Kaffee gefunden habe, schaue ich mir nochmal nach einer schönen Location, wo ich ein kleines Video drehen kann. Aber das Kaffee ist die erste Aufgabe. Ich bin immer noch nasal. Aber singen geht. Come on, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Mr. Lover, Lover. Also singen kriege ich auf alle Fälle trotzdem hin. Wir sind ja drei Sänger heute. Also dürfte es nicht so kompliziert sein. Café. Das Café am Rande der Welt übrigens. Sehr geiles Buch. Das ist auch immer in meinen Infoboxen mit drin. Das steht immer mit drin. Sehr empfehlenswert. Jetzt, wo ich gerade Café sage. Ja, ansonsten schaue ich mal weiter, was hier noch so abgeht. Was geht ab? So, was fürs Immunsystem. Spaziergang, Spaziergang. Wir laufen jetzt mal hier hoch. Und gucken mal, wo das uns hinführt. Alle finde ich immer echt nice. So kann man auch den letzten Tag 2016 verbringen. Vorhin hatte ich eine kurze Eingebung wieder. Ist bei mir immer irgendwie so, ich denke viel. Ich stand vorm Spiegel und ihr kennt es doch. Mal macht ein Spiegel euch dünner, mal macht ein Spiegel euch dicker. Ist verzerrt und was auch immer. Und ich dachte mir so, eigentlich, was ist Realität überhaupt? Was ist dein wirkliches Erscheinungsbild? Die Realität, die ihr im Spiegel seht, sprich der Spiegel als sozusagen Repräsentant für andere Personen, sieht deren Realität, muss aber nicht deine sein. Deswegen, schaff dir deine eigene Realität, indem du an dich glaubst und an dein Mindset und deine Einstellungen arbeitest. Es ist langsam anstrengend mit Reden und Laufen und 3 Kilogramm eine Spiegelreflexkamera hier halten. So ihr Lieben, und zwar würde ich gerne mal wissen, ob man mich vom Sound hört. Genau noch mein Geschmack. Klein und schick.
zu. Ja, ich muss da lang rein. Ich habe den falschen Eingang gewählt. Hier geht's rein. Ach, witzig. Alright, Mission accomplished. Wir haben einen Kaffee gefunden. Hier. Mit Sojamilch natürlich. So, Käffchen getrunken. Jetzt gehen wir zum Hotel. Chillen, kleine Runde schlafen, ein bisschen weiter das Buch lesen und ja, fit sein für den Auftritt heute Abend in Kitzbühel. Bis später, später, später. So, stimmt ja, das konnte ich euch noch gar nicht zeigen. Und zwar war es ja gestern verdammt dunkel. Aber hier unten am Fluss ist es richtig schön. Da ist auch ein Weihnachtsmarkt. Bin ich kurz mal hoch runter gelaufen gestern. Aber dann ins Bett, müde ins Bett. Hast du mal hier einen Blick, oder? Wirklich, ach, sieht man mich überhaupt mit dem Sonne? Jetzt geht's ins Hotel, ein bisschen chillen und nachher geht's weiter. Bis dann. Jetzt geht's ab. Hier sind schon drei von uns unterwegs. Just the three of us. Just the three of us. Yeah. Cool, Mann. Hallo Leute, hier sind wir heute unterwegs. Hier. Alle zusammen. Guck mal, das ist der Kameramann heute. Ja, aber ich bin. Was hast du alles dabei? Du musst schon zoomen. Wichtige Personen müssen immer angezoomt werden. Achso, okay, warte, ich zoom. Das ist der Kameramann? Fokus. Fokus. Hi. Was ist alles dabei? Zeig mal, was ist dabei? Ich habe hier meine zwei Kameras dabei. Ah ja. Die 80D. Genau, 80D, zoom mal wieder weg. Und die, wieder Zoom, 600D. Und? Und drei Objektive insgesamt. dann den Gorilla-Pod und dann habe ich hier noch von Manfrotto das Stativ. Meine Schuhe sind von Leute. Hey, Enzo, oh warte, ich habe gelernt, warte. Nicht zoomen bei mir heute. Warum? Ich mache mal Schleichwerbung nebenbei. Enzo, ich habe Make-up. JP Vocal Coaching am Start. Oh, geil, Mann. Du warst nicht so lange. Zweimal. Ich wollte schon fragen, ey. Ganz kuschelig. Zweimal. So, ganz kuschelig. Ey, du, nach dem Urlaub hatte ich so eine geile Haare. Wie sind wir? 1, 2, 3, 4, 5. Direkt nach dem Urlaub war geil. Sechs Leute, wie viele sind rein? Ach nee, Sonne. Läuft. Da sind wir. Hier nicht dagegen stoßen, das wäre nicht so gut. So, jetzt sind wir angekommen. Ich ziehe mich auch gleich um. So, hier gibt es einen kleinen Poolbereich für uns. Nicht schlecht, oder? Da gehe ich nachher baden. Wird vielleicht erst spät. Richtig cool. Aber ich muss hier raus, weil die Kamera, die beschlägt schon langsam. Oh, 3 Minuten noch. Jetzt gehen wir mal raus auf die Terrasse. So, ihr Lieben. Für alle, bei denen ich heute nicht sein kann, ja, gefühlt bin ich eher so ein Familientyp. Also Auftritt ist schön und cool, schön und gut. Aber ja, wenn die ganze Familie nicht dabei ist und die Liebsten, die Allerliebsten, ist es echt nicht immer einfach und schwer. Und dementsprechend von ganzem Herzen an euch alle. Ich liebe euch sehr. Und nächstes Jahr bin ich wieder mit euch unterwegs. Auf alle Fälle. 2, 1, es geht los! Frohes neues Jahr, ihr Lieben! Frohes neues Jahr! Alle Liebe, ich liebe euch! Frohes neues Jahr! Auf ein geiles 2017! Ich glaube an euch! Bleibt euch treu! Und seid für eure Freunde da! Trauben. Träubchen. 12 Trauben. Für jeden Monat eine Traube. Ich glaube, da fehlt mir noch eine. Oder fehlen noch ein paar. 1, 2, 3. 12 Trauben. Frohes Neues! Frohes Neues! Es ist schön und gut und macht Spaß, Musik zu machen, aber Silvester lieber mit der Family. Das ist mein Tipp. Und mein Fazit. Also, es geht gleich weiter mit der Mucke.
euch ein frohes neues Jahr. Glaubt an euch, glaubt an eure Ziele. Und kämpft, kämpft, kämpft. Das ist euer Leben. Euer Leben. Niemand von niemand anderem. Bis dann. Euer Daniel. Ciao. Zweites Set ist rum. Ich sag euch, ist echt nicht ohne, vor allem wenn man erkältet ist, aber wir sind ja Gott sei Dank drei Sänger und da läuft es auf alle Fälle. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, ich hoffe, ihr habt gerade noch Spaß. Wir haben jetzt, lasst mich gucken, wir haben jetzt gerade 1 Uhr und 6 Minuten. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt viel Spaß und macht cool Party und ja, ich wünsche euch nochmal von ganzem Herzen, jetzt ist es ein bisschen leiser, vielleicht hört man mich besser, alles Liebe, alles, die ganze Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Und dass ihr eurem Herz folgen dürft und dass ihr dafür kämpft, ja, auch wenn ihr es noch nicht ganz könnt. Weil das Wichtigste ist es, seinem Herzen zu folgen, ob es deine Partnerin ist, die du über alles liebst, ob es deine Berufung ist, deine Familie ist. Folge deinem Herz, das ist total wichtig. Ich habe nichts getrunken, kein Alkohol, ich bin nicht so sentimental, sondern ich bin immer so. Und ich glaube, vielleicht gibt es nachher noch ein Video, wenn ich nach Hause fahre oder so, so als Resümee von dem Abend. Wir haben jetzt noch zwei Sets vor uns, 2x45 Minuten, ihr hört's. Ich bin ein bisschen nasal. I got this feeling inside my bones. Bisschen Justin Timberlake-Style. Soweit so gut, ihr Lieben. Ich habe euch noch was zu sagen. Bleibt euch treu. Und ganz wichtig, folge deinem Herz. Okay? Bis dann.